Brot. Bald Feuchtbrot, wenn es im Regen steht. Kaufen Sie jetzt Nassbrot. Nassbrot, jetzt im Handel. Das Waltertaler Nassbrot. Jetzt auch mit grünen Sonderstellen. Aber das ist Schimmel. Schimmel? Nein! Das sind vitaminreiche Grünstellen. Das nennt man Waltertaler Grünstellenbrot. Jetzt im Handel. Kaufen Sie Grünstellenbrot. Ja, hier bin ich. Guten Tag. Werte Bürger, werte Lappen, werte Lapinen, willkommen zu diesem unfassbaren Erlebnis. Willkommen zu Manor Lords. Unfassbar, es geht los. Ich bin so aufgeregt. Ich bin ein bisschen überaufgeregt. Also ihr müsst mich ein bisschen entschuldigen. Ich bin bei sowas immer ein bisschen hibbelig. Und es geht los. Ja, liebe Leute, wir haben die Demo gespielt. Von einem unfassbaren, lang erwarteten, unfassbar schönen, geilen, tollen, mittelalterlichen City-Builder-Deluxe-Game der Superlative. Was auf jeden Fall einen Meilenstein setzen wird. Genauso wie Baldur's Gate 3 einen Meilenstein gesetzt hat, wird es das hier auch tun. Ich bin mir da ziemlich sicher. Und ja, willkommen zu diesem Vorab-Gameplay. Aber vom Early Access 07022 steht unten 002, Entschuldigung. Und ja, ohne viel Lamentieren. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem... Oh, wunderschönes Spiel. Ich halte jetzt die Klappe. Los geht's. Neues Spiel. Ich habe was vorbereitet. Man kann das eigene Logo integrieren. Load Custom Code. Normalerweise steht hier ein eine Infobeschriftung, wie das geht. Das geht aber nur auf Englisch. Wenn ihr das Spiel auf Englisch stellt, Entschuldigung, seht ihr das. Und zwar müsst ihr in App Data Local Manor Lords eine Datei erstellen, die heißt Custom Code. Custom. Und da steht Code. Ne, mit C, Custom wie Code, auch mit C geschrieben, Quad, da, ne? So wie es da steht, Load, nur ohne das Load. Dann tut ihr da einfach mal ein Bild rein und guckt, wie das aussieht. Und dann zieht ihr das größer. Ne, und das wandelt das dann ein bisschen um, damit das gut aussieht im Spiel. Hermann, nein, wir heißen natürlich Aldemar, der großartige Bürgermeister, Bürgermeister Aldemar. Schweig, minderwertiger Bürger. Ah, so, jetzt speichern wir das direkt auch nochmal. Und ja, auf ins Abenteuer. Ich wäre eigentlich eher der hier. Ne, aber ich mag Google-Hüte einfach sehr gerne. Ja, los geht's. Ah, Mann, ich bin aufgeregt. Ihr müsst mir das ein bisschen nachsehen. Ich bin nämlich immer so. Wenn ich mich am Anfang immer einspiele. Wir spielen Wiederherstellung des Friedens. Das ist, glaube ich, so das Standardding. Ein bisschen Gemetzel. Das hier ist, glaube ich, so friedvoll. Langweilig. Und das hier ist ziemlich übel. Wir machen Standard. Los geht's. Werte Bürger und Bürgerinnen, willkommen zu diesem unfassbaren, unterwürfigen Spiel, in dem ich nichts tue. Ich meine Welt natürlich, in dem alle arbeiten und glücklich sind. Ach, guck mal, die Karte wird immer neu generiert. Interessant, ich habe nämlich eben schon mal gestartet. Neue Nachricht. Baut eure Stadt und eure Herrenhaus auf. Entschuldigung, tut mir leid. Baut eure Stadt und euer Herrenhaus auf, ehe ihr Anspruch auf die Region eurer Widersacher erhebt. Sobald ihr dazu bereit seid. Seid kampfbereit. Wenn ihr als erstes einen Anspruch erhoben habt. Wenn ihr erst einen Anspruch erhoben habt. Es tut mir leid, ich bin so aufgeregt. Los geht's. So, wir brauchen Nahrung und Brennstoff. Sowie ein Dach über dem Kopf. Um überleben zu können. Dankeschön. Wir lassen die Tutorials an. Die brauchen wir nämlich ein bisschen. Ist das nicht schön? Guck mal, die laufen hier rum. Da ist Hermann, der Ochse. Ich hieß doch auch Hermann, bevor ich mich umbenannt habe. Jetzt heißt der Ochse Hermann. Guck mal, wie schön das ist, oder? Genau, Hermann braucht ein bisschen Streicheleinheiten. Los, ihr minderwertigen Bürger, arbeitet! Oh Gott! Upsch, upsch. Es geht los. Okay, wie fangen wir denn an? So, wir haben hier Steine. Da ist Eisen für, komm ich mal Pause. Da ist Lehm für Töpferei wahrscheinlich. Und da sind Bären. Und da ist wilde Tiere. Wo ist denn die Hauptstraße? Haben wir eine Hauptstraße? Guck mal, hier ist eine Straße. Ich glaube, das ist die Hauptstraße, ne? Hier geht so eine kleine Straße ab. Die geht hier durch. Durch. Okay, ich glaube, wir halten uns tatsächlich hier zentral. Ich würde aber als erstes irgendwie das hier roden. Und dann irgendwie später den Holzfäller woanders hinsetzen. Okay, gucken wir mal. Vielleicht. Ja, Straßenbahn, das kann ich noch. Keine Sorge. Das kann ich. Ich bin groß.
Sollen wir ein bisschen Schlangenlinien bauen, oder? Ja, oder? Man ist ja immer... Mach mal so. So, dann machen wir hier so. Nee, mach mal. So. Damit diese... Das sind die Anfangsdinger. Hier ist Essen, Vorräte, Stein und Holz, Feuerholz. Hier ist Holz. Und da ist der Ochse Hermann. Und der Ochse Hermann, der kann das Holz schleppen. Und das sieht super gut aus, ja. Warum dieses Spiel so toll ist, und das bemängle ich bei allen so Spielen. Oh, habe ich die Aufnahme beendet? Nein. Ist, dass die Leute ja auch Handkarren haben und nicht Superman sind mit ihren Händen und alles tragen können. So, wir machen das zuallererst. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall einen Holzfäller. Machen wir mal hier hin. Also wir müssen auf jeden Fall das hier irgendwie abholzen. Vielleicht eher so. So? Oder so oder so? So, ne? Ich meine, ich könnte es auch dran bauen, aber... So, den und dann direkt auch noch die Brennholzhütte. Die macht genau das Gleiche, nur dass die Bauholz machen und der macht daraus direkt Feuerholz. Die werden wir nochmal umsetzen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Ach, guck mal, hier ist Forsthaus. Das machen wir auch später. Okay, los geht's. Los geht's, ihr faulen Hunde. Oh Gott, der Bürgermeister. Upsch, upsch. Arbeitet für das Waltertal. Zwei Autos. Nein, das Waltertal natürlich. Das Waltertal. Das Unfassbare. Das ist so ein Ding. Ich hatte am Anfang mal so einen Slogan. Ich hieß, mein Gott, Walter. Und daraus ist Gott Walter oder Walter geworden. Also nicht wundern. Weil ich bin all immer von Gott Walter eigentlich. Bauholz muss mit Hilfe von Ochsen transportiert. Da ist es. Guck, jetzt geht's los. Los, Hermann! Richtig gut. Jetzt gehen die alle arbeiten. Ein bisschen zu langsam, meines Erachtens. Aber guck mal, wie gut die aussehen. Wir können doch hier rumlaufen. Los, arbeitet, ihr minderwertigen Lappen. Baut meine Metropole. Ich glaube, ich muss ein bisschen leiser machen, tatsächlich. Ich habe das ein bisschen hochgedreht. Machen wir mal so. Man kann auch hier alles generell leiser machen. Umgebung. Ne, wir lassen es jetzt mal so. Nur 10% reicht schon. Weil das kommt immer drauf an, wie nah ich zoome. So, jetzt eben die das ein. Das ist auch was, was man nicht mehr so alle Male sieht in vielen Spielen. Das ist ja so ein Siedlerding, ne, eigentlich. Das erste Mal, glaube ich, gewesen. Ist das schön, oder? Ich muss auch Screenshots machen, das darf ich nicht vergessen. Achso, wenn das Spielen bei euch ein bisschen dunkel ist, wenn das draußen ist, ich zeige euch mal eine wichtige Option gerade. Und zwar ist das Nachbearbeitungsqualität. Nachbearbeitungsqualität. Wenn ihr die ausmacht, wird das Spiel direkt heller. Und sieht direkt besser aus. Ist das nicht schön? Mann, ich kann hier so abschalten. Es ist so schön. Es gibt ja auch richtig schöne Regionen. Ich zeige euch das mal. Irgendwo, wo ein Fluss ist vielleicht. Ist eine Grenze? Kein Tal mit einem Fluss? Doch hier. Guck mal, wie schön das aussieht. Sieht das nicht schön aus? Toll, oder? Meine Güte. Wunderschön. Los, Hermann! Bring das Holz! So, jetzt der Holzfäller fertig, oder? Nee, noch nicht. Ich überlege, ob wir direkt noch einen Ochsen bauen. Okay, wir können aber schon mal andere Sachen in Auftrag geben. Wir brauchen auch einen Speicher und so, aber
Genau, wo machen wir denn die Holzhütte? Guck mal, hier ist nämlich, hier sind überall Quellen. Komme Quelle. Ich glaube, die tun wir hier hin. Ich würde gerne die Wohnhäuser. Nee, die Spielgeschwindigkeit werde ich jetzt nicht anpassen. Ich könnte doch direkt einen neuen Ochsen holen, oder? Aber es ist nur eine Fläche. Ich kann ja auch jemanden zuordnen, aber den Ochsen benutzen ja trotzdem. Los, Hermann! Zeig, was in dir steckt. Wir haben nämlich gar nicht so viel Bauholz. Guck mal, die reden nur. Ah, jetzt arbeiten sie. Madalena. Endres. Margaret. Hermann. Ich glaube, das reicht, ne? Ja. Wir gehen auch in den Wald und fällen den Baum. Ja, und du hörst das so richtig schön hacken. Oh, und das ist so toll. Das endet, alles endet an Kingdom Come Deliverance. Das ist so krass. Es ist so schön hier. So, jetzt wollen wir erstmal nur einen. Und dann machen wir erstmal zwei, um ein bisschen reinzukommen. Vielleicht schneller, um Holz zu generieren. Wie viele haben wir denn tatsächlich? 10. 5 Familien der Stufe 1. Insgesamt 10 Leute. Also man ordnet keine Leute dazu, sondern Familien, wenn ich richtig sehe, ne? So, und dann brauchen wir, glaube ich, Lager, Granary, genauso wie ein Lager. Und dann brauchen wir Häuser. Wir gehen jetzt mal Holz hacken hier. Los, geh hacken! Wunderschön. Okay. So, da kommt das eine Holz für den... Genau, dann ist das auch schon mal fertig. Die Wohnhäuser würde ich gerne hier hinballern. Ich kann ja schon mal das markieren. Verfügung über flexible Grenzen. Bestimme 4 Punkte. Es wird versucht, möglichst eine natürliche Form zu erzeugen. Ich weiß gar nicht, wie groß der Garten dahinter sein muss. Okay. Ich brauche 4, ne? Oder 5. Pass auf, ich fange mal mit 2 an. Ne, ich glaube größer, oder? Größerer Garten. So. Weiß aber nicht, ob das zu groß ist. Ach, guck mal, die Fläche ist eigentlich zu groß. Wir machen mal so. Und das ist ein Zusatzgebäude? Das ist jetzt nur 1, Eisen 2. Oh, das ist aber jetzt... Okay. Das ist aber neu als bei der Demo. Hofstätten 1. Was, wenn ich die kleiner mache? Nicht genug... Ach, guck mal, wir haben nicht genug Dingensbummens. Vielleicht sollen wir mal eine machen. Und warum ist denn da so ein Plus? Zu einem Anbau. Okay. Ist das zu groß oder ist es zu klein? Interessant, interessant. Ich meine, es gibt ja mal diesen Zusatz hinten dran. Entweder ist das das für das... Na, du kannst ja irgendwie einen Hühnerstall dran machen oder so. Ich denke mal, dafür ist das. Aber wofür ist denn dieses breite Gebäude dann? Das hier. Ist ja nochmal was Zusätzliches. Ich mach mal so. Ich will mal wissen, was das ist. Ich mach das jetzt mal so. In der Demo habe ich ja schon ein bisschen gespielt. Da war das ein bisschen anders. Da war das wie in diesem, was ihr eben gesehen habt, in diesen Beispielbildern.
Euer Ruf eilt euch voraus. Ich wünsche nur meine Rechte, um meine Ehre gegen jene zu verteidigen, die mir Unrechtes tun. Ich hoffe, ihr seht davon ab, die Gerüchte und Verleumdungen zu glauben, die manche einer über mich verbreiten scheint. Gezeichnet und mit meinem Namen gesiegelt, Hildebold von Berneute. Zurückschreiben, Konversation beenden. Ich kann auch zurückschreiben und ihm sagen, nein, bla bla bla, aber wir beenden das jetzt erstmal, oder? Man kann nämlich hier so... Da kann man ihm sagen, ihr habt keinen rechtmäßigen Anspruch auf Selbitz und Hofstätten oder verhandeln oder erklären mit Krieg. Das ist halt cool. Kannst du das hier so ein, ne? Und dann unterschreiben. Das finde ich geil, egal. So, da sind wir wieder. Riecht ihr das? Es riecht nach Arbeit. Ja, wir arbeiten hier so gerne, Herr. Sehr gut. Was ist, wenn ich da einen hinzutue? Gerne wissen, was das ändert. Das schneller geht oder so? Ich denke mal nicht. Ich glaube, da geht auch jeder freie Arbeiter geht dann dahin. So, da ist jetzt ein Dingens. Aber geht keiner arbeiten. Jetzt glaube ich Pause. Pause gibt es hier nicht. Aha, aber da oben wollen sie nicht hingehen. Warum nicht? Baumfeld! Komm, jetzt zeige ich euch das mal. Man hört ja auch... Geil, ne? Die Geräusche sind so super. Die fällen einfach erstmal alles. Ist egal. Erstmal alles fällen, Johann. Jawohl! Bartholomäus und wie auch wegrennt der Bartholms. Die heißen beide Bartholms. Das sind die Bartholms-Brüder. Gebäude fertig. Brunnen. Sehr gut. So, Brunnen ist fertig. Okay. So, jetzt gehen die auch da oben arbeiten. Das ist gut. Holz wird geholt. Ich glaube, wir brauchen noch einen Ochsen. Marktplatz. Bietet zu gewissen Familien Platz, um sie Marktstände einrichten können, um ihre jeweiligen Produkte auf Hofstätten... Ah, okay, zu verteilen. Sehr schön. So, was wir jetzt brauchen, ist aber ein Lager. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Lager hinsetze. Ich will ja eigentlich nicht hier in die Kurve setzen. Ich überlege, ob ich die Kurve wegmache. Aber die Kurve ist schön, wisst ihr? Das ist eine schöne Kurve. Ich mag Kurven. Ich könnte es auch hier hinsetzen. Aber ich glaube, ich will es lieber hier so hinsetzen. Oh, miau, wir haben Nickel. Alt entfernt, Entschuldigung. Ach du Scheiße. Machen wir mal so. Soll ich mal erst die Granary machen? Nee, machen wir erstmal Lagerhaus. Lagerhaus und die Granary direkt davor. So. Das Gebäude Brennholzhütte fertig gebaut. Wie viel Brennholz haben wir? Wir haben nämlich, glaube ich, gar nichts. So, direkt einmal arbeiten. Die Bartholms-Brüder machen das mit dem Holzfällen auf jeden Fall. Das sind die Bartholms-Brüder. Ah, die Margaret ist auch am Holzhalen. Das sind es vier, ne? Wir brauchen halt auch gerade Holz. Das ist wichtig. Die Sonne brennt. Die Metropole wächst. Dreiwettertal. Die Sonne brennt. Muss gucken, dass ich noch genug Leute habe zum Arbeiten. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Was das ist das jetzt? Was ist das denn jetzt für ein Baum?
Was ist jetzt mit dem Baum passiert eigentlich? Ich glaube, ich kann die Straße auch entfernen, aber... Nee, guck, wir brauchen die ja so ein bisschen. Ach, schön, guck mal. So, die einen, die hacken die halt um, bringen die, ne, damit das direkt weiterverarbeitet werden kann. Und die anderen, die machen Feuerholz aus dem kleineren Zeug. Damit wir mehr Baufläche haben. Für die zukünftige Metropolenstadt. Welterbe, Entschuldigung. Weltkulturerbe, Waltertal. Wir alle kennen's. Wer kennt es nicht? Ja, ich weiß, ich baue zu viel. Gleichzeitig. Los, Ditz. Ah, das ist der arbeitet. Okay, da haben wir jetzt ein Lagerhaus. Was ist das hier? Anzahl der Monate bis zur Erschöpfung der Vorräte. 3 Tage. Achso, ich brauche noch einen Jäger. Kannst vergessen. Wo ist denn hier The Wild? Da ist The Wild. 19 von 20. So, dann brauchen wir jetzt mal einen Weg für unseren Jäger. Der Jäger. Wo ist denn der Jäger? Wunderschöne Straße. Da. Ach hier, Bären, Wildbärenhütte, okay. Egal, das muss jetzt trotzdem gemacht werden hier. Und erstmal den Fleisch ist erstmal wichtiger als Bären für sammeln. Bären sammeln. Habe ich lang genug gemacht bei Foundation. Toll, oder? Jetzt nimmt er das. Wunderschön. Und lagert das da und da holt gleich die Lagerbeppos das ab. Die Lagerbeppos. Oh, ich wollte schon immer Lagerbeppo werden. Lagerbeppo, jetzt der neue Beruf. Werden Sie Lagerbeppo? In den neuesten Tale aller Waltertale. Oh, Mama, ich will Lagerbeppo werden. Die Helden von allen. Lagerbeppo. Entschuldigung. Ja, heute heißt das Lagerlogistik. Jetzt heißt das, damals hieß es Lagerbeppo. Sowas wie der Dorfbüttel. Ist jetzt Polizist, ne? Oder Sheriff. Oder, ne, ist eher Ordnungsamt, glaube ich. Das sind die Dorfbüttel. Zelte für Obdachlose. Sehr schön. Ziehen Sie jetzt ein. Den Ausbau zu Arbeitslager bietet einfachen Wohnraum für 5 Familien. Im Gegensatz zu Hofstätten kann das Lager nicht ausgebaut oder erweitert werden und sorgt für möglicherweise für geringe Einbußen in Sachen Zufriedenheit. Okay. Ich lasse das mal lieber so. Ich werde jetzt mal den Holzfäller runterschrauben. Jetzt hier einen ins Lager reinsetzen. Zack. Das gefällt mir da nicht mit dem Baum. Der Ochsenknecht. Ochsenknecht. Es steht Ochsenknecht. Werde jetzt der Ochsenknecht. Oh ja. Guck mal, hier sind auch die Handkarren. Guck mal, ist das nicht toll? Handkarren. Die seltenste Erfindung in einem Mittelalter-Aufbaustrategiespiel, weil Handkarren viel zu schwer zu programmieren sind. Doch hier haben wir einen Typen, der ein Spiel macht. Und macht einfach einen Handkarren. Das ist immer so mein Hauptkritikpunkt in allen Spielen. Es gibt nie Karren. Schubkarren. Die größte Erfindung der Menschheit, um Sachen zu transportieren. Nein, wir wollen lieber, dass die Leute alles mit 2 Händen transportieren über die halbe Karte. Weil das ist ja so sinnvoll. Oh, guck mal, oder Rückenkörbe. Nein, die sollen alles mit den Händen vor sich tragen, weil das ist ja so realistisch. Guck mal, wie gut das aussieht. Los, Hermann, zeig, was in dir steckt. Los, arbeitet! Arbeitet! Oh Gott, der Bürgermeister! Ja, genau, der Bürgermeister! Psch. Sonst werde ich die Steuern wieder erhöhen. Schon wieder! Aber wir haben noch gar kein Geld. Das ist egal. Es gibt trotzdem Steuern. Sehr schön. Guck mal, so muss der Wald weg. Wir machen den Weg frei. Das ging aber echt schnell. Meine Güte.
Eine Familie wünscht sich eine größere Marktfläche, um ihren Stand Lagerhaus. Die Lagerhausfamilie. Ach, jetzt sind sie schon hier am Fällen. Das ist auch gut. Und die machen das, weil sie hier bauen wollen. Das kann auch sein. So, jetzt muss auf jeden Fall das hier gebaut werden. Oh, haben wir überhaupt noch genug Steine? 10 Steine. Oh, jetzt ist das Feuerholz wird hier. Was ist denn ihre gewesen? Oh, jetzt bringen sie nämlich die Steine entweder zur Baustelle hier oder ins Lager. Richtig gut. Brot! Bald Feuchtbrot, wenn es im Regen steht. Kaufen Sie jetzt Nassbrot. Nassbrot. Jetzt im Handel. Das Walterthaler Nassbrot. Jetzt auch mit grünen Sonderstellen. Aber das ist Schimmel. Schimmel? Nein! Das sind vitaminreiche Grünstellen. Das nennt man Walterthaler Grünstellenbrot. Jetzt im Handel. Kaufen Sie Grünstellenbrot. Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie nicht Ihren Bürgermeister. Was hat eben schon mal bei der Testrunde geregnet? Und da stand da, dass sich das voll saugt, weil ich keine Granary hatte. Und, ja, ja. Ja, die Aufnahme ist mir leider abhanden gekommen. Aber war ganz gut, weil ich war sehr planlos. Aber das bin ich ja immer. Sehr gut. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Ochsen. Den müssen wir mal kaufen. Wir haben 50 Kohle. Ich glaube, das sollten wir wirklich tun. Achso, wie sieht's denn aus? Achso, der bringt jetzt Holz, glaube ich, zum Jäger. Der Jäger. Hunting Limit 10. Ah. Macht auch dann Leder natürlich. Leder. Lederlappen. Brauchen noch ein bisschen Steine. Wann kommen eigentlich neue Leute, wenn wir Häuser gebaut haben? Das stört mich so ein bisschen hier. Hm. Hm. Es bleibt einfach da, glaube ich. Okay, nee, lass mal. Da müssen wir das anders machen. So geht das nicht. Oh, das ist eigentlich schon echt blöd jetzt. Ah, so. Nicht so schön, aber können wir immer noch ändern. So, und da ist unser Kornspeicher, der jetzt gleich fertig ist. Achtung. Irgendwann. Müssen nur ein bisschen Dreck rumschippen, Herr. Und jetzt hauen, los. Mit dem magischen Bauhammer. Ich würde mal den jetzt hier wegtun, weil das machen die ja eh. Ah, so. Und einlagern. Und hier ist auch Dreck im Karren. Ist das nicht schön? So. Genau, jetzt bauen die das hier mal fertig. So, jetzt wird das Brot eingelagert. Das ist dann auch gut. Ich weiß nicht, wegen dem Marktstand, Packstation. Oh, die Taverne. Bald können wir das wichtigste Gebäude bauen. Die Schule, Herr. Nein, nicht die Schule. Natürlich, die Taverne, du Idiot. Die Schule. Wie kommst du denn auf die Idee? Es tut mir so leid. Die Taverne, das Zentrum jeder Zivilisation. Der Ort der wahren zivilen Offenbarung. Och ja. Bring dein Kind zu Taverne, Day. Marktplatz, wie groß ist das? Ui. Wie muss ich denn das jetzt hier handhaben? So. Aha. Soll ich einfach mal so machen? 5 Stück. Ich mach mal so, ja? Kostet mich das dann irgendwas? Weil, wenn das dann... Ah, krass, guck mal. Ja, guck mal.
Oh Mann, sieht das gut aus. Guck mal. Mann, sieht das gut aus. Ja, wenn das hier bleibt ja nicht für immer. Und da ist auch direkt der Brunnen. Das Zentrum der Macht. Da muss auch hier die Taverne hin. Krass, wie die Städte auch aussehen. Ist das übel. Ach, ich brauche Bretter, um das zum Stall auszubauen. Soll ich schon hier irgendwas machen? Spezialisiere Regionen. Ach, das ist nur, um die Region zu spezialisieren. Ausländische Lieferanten. Handelslogistik. Waltertal. Die schönste Provinz. Obdachlosigkeit. Ja, wir sind dabei. Wir werden das jetzt mal in Angriff nehmen. Jetzt haben wir den Jäger. Und Steine brauchen wir hierfür nicht. Brennstoff kommt auch noch. I think the window should go over there. Ja, ja. So, Feuerholz wird gemacht. Die Holzfäller laufen. Granary läuft. Zwei. Ups. Entschuldigung. Wir reden darüber, wie das Haus gebaut wird. Vergiss nicht, das und das zu machen, weil sonst geht das und das kaputt. So. Das sind ganz schön kleine Gärten. Was ist, wenn ich so Häuser mache wie das hier vorne? So eins. Warte, wir lassen es mal fertig machen. Wie gesagt, ich will mir das ansehen. Wunderschön. Willkommen in dieser Metropole. Ich glaube, ich werde die Straße vielleicht hier hinterlangen. Oder ich werde die Straße hier ganz entfernen, damit der Karren einfach hier lang fährt. Ich glaube, das ist eh besser. Ja, komm. Weg damit jetzt. Brauchen wir die Straße gar nicht. Oh, wer ist das denn hier? Ein Händler? Händler. Los, baut ihr wunderschönen Burger. Also solange ich Spaß daran habe, es nicht schnell zu stellen, werde ich das halt auch nicht tun, ne? Also nochmal, damit ihr Bescheid wisst. Grünstellenbrot, jetzt im Handel. Also Burger umbenennen wäre toll. Geht aber leider nicht. Oder vielleicht geht das woanders. Das Zusatzgebäude. Hofstätten. Obdachlose besiedeln Höfe. Wenn sie zufrieden und hoch genug ist, werden auch neue Familien angezogen. Familien benötigen mehr als nur eine Unterkunft. Glücklich zu sein, klickt und... Okay. So. Und jetzt können wir sagen, dass da was ange... Guck mal. Verbesserungsstufe 2. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, macht Karotten. Ah, guck. Das ist irgendwie einfach nur ein Zusatzgebäude. Okay, nett. Keine Ahnung. Machen wir weiter. Pass auf, ich mach anders. Ich mache jetzt eine Straße dahinter, obwohl ich dann auch nicht weiß. Ich kann auch andersrum machen. Ich kann auch so. Nee, oder so. Dann so. Und dann so. Das ist zu kurz. Guck. Dann mache ich ab hier. Mach ich so. Haben wir da eine Gasse mit einer Straße? Und aber noch vier. Ja, sehr gut.
Wunderschön. Okay, jetzt bauen wir ein paar neue Häuser, liebe Leute. Das war die erste Folge Männerlords. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen da lassen, das hilft mir sehr. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ja, es tut mir leid, ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn mir Spiele wirklich gefallen am Anfang und ich echt Bock habe zu spielen. Aber so bin ich, das ist meine Freude, was zu spielen. Ich hoffe, es ging euch nicht zu sehr auf die Nerven. Also bis zur nächsten Folge, ihr seid die Besten. Gehabt euch wohl, werte Lappenlapin. Bis dahin, gehabt euch wohl. Adios. Bis zur nächsten Folge. Boop 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 boop.